Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, Moment mal, wir stehen vor einem ganz großen Problem, denn dieser Villager ist unser Vermieter und ich glaube, ihr konntet jetzt 3 Monate keine Miete zahlen. Sucht euch woanders eine Wohnung. Hier im Dorf wird euch keiner mehr aufnehmen. Hey. Wir haben hier ewig lange gewohnt. Schau mal, alle unsere Möbel sind einfach raus. Der hat einfach alles rausgenommen. Das stimmt, unser komplettes Haus ist leer. Und nein, wir müssen jetzt hier einfach... Nur weil wir keine Miete zahlen konnten. Ich hole noch was zu essen mit. Ich nehme unser Schild mit. Oh Gott, und vor allen Dingen, wenn uns hier im Dorf keiner mehr aufnehmen möchte, müssen wir uns ein anderes Dorf suchen oder halt ein eigenes Haus oder so bauen. Das ist aber auch fies. Okay, warte, nimmst du dir noch Essen mit? Ja, ich habe 12 mitgenommen. Wir könnten uns auch noch von anderen Häusern was plündern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das sollten wir lieber nicht machen. Okay, Epic, also, wir müssen uns ein eigenes Haus irgendwo bauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen schönen Platz. Oder ein zweites Dorf, die nicht wissen, dass wir vielleicht lange keine Miete gezahlt haben. Was vielleicht auch nicht so gut ist. Da gibt's Hunde, lass hier bleiben. Da können wir uns eine Hundearmee holen. Oh, das wäre süß, stimmt. Oh. Ich bräuchte nur ein paar Knochen. Oh, die ganzen Hundis, hallo. Okay, warte mal, wenn du möchtest, könnten wir hier direkt bleiben. Dann sind wir immer noch in der Nähe vom Dorf, also falls sie mal was handeln möchten. Und vor allen Dingen haben wir trotzdem hier viele Tiere. Das heißt, wir können uns eine kleine Farm machen und ein paar Hunde fürs allgemeine Wohlbefinden mit den Hundis. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Ich baue mir ein Haus aus Blumen. Du baust dein eigenes Haus? Ja. Warum? Guck. Warum baust du dir ein eigenes Haus? Baust du dir ein Dirt-Haus oder was? Ich nehme das Blumen. Und wo ist das Dach? Kommt doch. Ah ja, okay. Ja, gut, okay. Aber also ich sag mal so, ich werde mir ein Haus aus Holz bauen und wenn es regnet, kannst du gerne da bleiben, wo du dann bist, ne? Ey! Also, so, okay. Also wir holen uns erstmal ein bisschen Holz. Wir haben ja wirklich gar nichts mehr. Und dann fangen wir an, mal ein kleines süßes Häuschen für uns zu bauen. Vielleicht wäre noch eine Spitzhacke eine ganz gute Idee. Und... eine Axt, eine Steinaxt wäre auch super. So, ich komme mir jetzt ein bisschen Stein holen. Gucken wir uns mal dein Blumenhaus an. Ja. Also, ich glaube, die Tür ist nicht nötig gewesen, wenn ich ehrlich bin. Doch, das sieht schön aus. Guck mal, da kommt hier noch Deko drumherum. Schau mal so. Noch mehr Blumen. Ah. Ja, ja, mach du mal dein Ding. Ich mache jetzt hier mein Haus hin. So, das hast du davon. Hey. Was, wenn ich es genauso groß mache wie dein, wo deine Tür ist? Nein, ja, mach's nicht. Ich baue jetzt hier mein schönes Häuslein hin und dann mache ich da Schlafi. Wo hast du das Bett? Ich will auch ein Bett. Ich habe das gecraftet. Ja, ich habe kein Bett mehr. Mach mir mal bitte auch ein Bett. Ich habe ein passendes Bett. Das kommt hier rein. Dankeschön. Oh, ich glaube, das Haus ist ein bisschen groß für uns beide, wenn ich echt... für mich alleine meine ich natürlich. Das ist ein bisschen eng für mich alleine. Oh. So, dann machen wir jetzt hier schön Holz hin. Da. Oder machen wir eine Schicht? Ach, egal. Oh, es wird langsam dunkel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Ich bin schon bereit. Och, Epic, jetzt helf mir mit dem Haus. Du machst hier nur Quatschi-Bimbo. So, ich klamm jetzt deine Tür. Nein! Doch! Gotcha! Aua! Du bist fies. Und, Moment mal, wir haben jetzt unser Haus fertig bekommen. Ja. Es fehlt natürlich noch ein Schild. Ich schreibe jetzt hier mal... Oh, Moment. Ich schreibe mal jetzt hier Epic und Cutter hin. Epic und Cutter. So, und hier kommt noch der untere Strich hin. Ist jetzt nicht das schönste Schild, aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Innen drin ist es auch so süß. Du hast einfach so Ghostbusters und Jurassic Park Poster gefunden. Hier auch. Wir haben Donuts, wir haben alles Mögliche. Und wir haben Freunde? Moment mal, das sind ganz viele Steves? Sind das Steves? Ja, das sind Steves, ne? Die haben aber rote Augen. Schau dir das mal an. Stimmt. Die sehen richtig gruselig aus, Katja. Warte mal, lass mal ganz kurz schauen. Ja, ja. Wie viele sind das hier? Oh mein Gott. Was ist denn da los? Die sind hier überall im Wald. Die haben uns hier komplett eingekesselt, Katja. Warte, es sind rechts auch welche? Oh mein Gott, es sind riesige dabei. Oh, was ist denn da los? Und die sind absolut nicht lieb aus mit ihren roten Augen. Epic, ich glaube, die sind auch nicht lieb. Mm-mm. Denkst du, die wollen uns angreifen? Vielleicht sollten wir uns nicht so offen zeigen. Ich glaube schon, tatsächlich. Das ist einfach eine riesige, große Steve-Armee hier insgesamt. Ich habe aber nichts. Ich habe nur eine Spitzhacke. Kannst du zu denen gehen?
Nein, ich glaube, ich will nicht zu denen gehen. Hab ich hier noch was? Ich habe gar nichts. Wir haben nichts. Wir müssen uns ja irgendwie wehren können. Das stimmt. Die sind bestimmt richtig stark. Vor allen Dingen auch die Großen. Oh nein, das ist ja absolut nicht gut. Aber denkst du, ja? Wir müssen uns Waffen holen. Ja, eben. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, im Dorf haben wir aber gerade keinen Waffenschmied. Wir müssen schauen. Hier gibt es doch immer mal wieder so komische kleine oder auch größere Militärbasen sozusagen in der Nähe. Stimmt. Vielleicht finden wir irgendwas, wo wir ein bisschen was plündern können. Wir kommen mal ganz kurz. Ah, schau mal, da hinten ist das sogar direkt was. Okay, lass mal schauen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist da noch irgendwas drinne. Aber ich glaube, ansonsten haben wir ein ganz großes Problem heute Nacht, wenn wir nicht wegschnetzeln. Okay, dann, ich würde mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass da keiner drin wohnt. Wir wollen dann natürlich auch keinen verärgern. Ich sehe aber tatsächlich eine Kiste. Okay, es ist keiner Zaheim zumindest. Nee. Und wir haben hier Waffen. Tatsächlich. Okay, das ist schon mal gut, das ist gut. Wir haben 4 verschiedene, glaube ich. 1, 2, 3 und 4. Darunter sogar einen Flammenwerfer. Wie krass ist das denn? Okay, also damit können wir die auf jeden Fall wegschnetzeln. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir sollten wirklich gucken, dass wir uns irgendwie aufpassen. Blitze schießen. Wir haben gar keine gute Ausrüstung. Stimmt, wir haben überhaupt gar keine. Aber ich glaube, wir haben wirklich nicht die Zeit, irgendwas anderes noch auszurüsten. Wir müssen unser neues Zuhause auf jeden Fall beschützen. Okay, ja. Wo könnten wir die denn am besten überraschen? Denkst du, wenn ich hier jetzt so mal anvisiere, kann ich das? Ah, ich kann das kaum. Die kommen, oder? Oh, hey, das da ist einer. Ja, ja. Nicht auf mich. Oh, wie viele das sind. Das sind richtig viele, warte, geh auf. Hier hoch. Oh mein Gott, das sind so viele. Hätten wir uns mal oh mein Gott, epic. Das sind Hunderte. Guck mal, ich kann sie wegschnetzen mit dem Flammenwerfer. Ja, stimmt, du kannst sie da wegbraten. Oh. Ich hab die Blitze. Schau mal, die Blitze treffen mich gleichzeitig. Katja, wo bist du? Oh, ich hab mir wehgetan. Oh nein, Katja. Ich komm aber, hey, warum willst du mich denn die ganze Zeit wegschnetzen? Ich wusste nicht, dass der Blitz so weit geht. Okay, ich bin jetzt hier hinten drauf. Da sind sogar diese riesigen. Ich versuche mal ein bisschen zu dir zu kommen. Warte mal ganz kurz. Zack. Das ist so praktisch mit dem Blitz. Schau mal, ich treffe so viele gleichzeitig. Ah, das sind die hier. Oh, denkst du, dass es vielleicht im Wasser sogar noch stärker ist? Diese großen halten tatsächlich mehr aus, als ich dachte. Okay, die Blitze sind richtig. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass ich hier immer runterfalle. Warte. Nee, ich hab 3 Herzen. Warte noch mal kurz. Die Blitze gehen. Jetzt kannst du mal aufhören. Ja. Kannst du bitte aufhören, die Blitze zu machen? Oh nein. Epic. Ja. Lieb gemeinter Rat. Die Blitze gehen auf andere zu. Denkst du? Tschüss. Hier, so fühlt sich das an. Nein. So fühlt sich das an. Ich hab dich pulverisiert. Ey, was war das denn? Wie viele sind das denn bitte hier? Okay, also das mit dem... Ich glaube, ich mache den Flammenwerfer. Oh mein Gott, die kommen sogar hoch. Das ist absolut nicht gut. Ja, wir haben sogar eine Chainsaw. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Kann ich aber damit... nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich blitze sie wieder. Ich habe Angst vor deinem Blitzen. Sind hier hinten eigentlich noch welche? Es sind einfach noch welche hier hinten. Oh mein Gott. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen den Flammenwerfer. Du hast mich wieder abgeblitzt. Bitte passen Sie auf, wo Sie Ihre Blitze hin tun. Vielen Dank. Mein Flammenwerfer kommt nicht weit. Ach, doch, die kann ich wir müssen aufpassen mit dem Flammenwerfer. Weil wenn wir unser Haus hier an... Dein Baumbrett auf. Oh, warte. Ich glaube, weil wenn wir unser... Pass auf, weil wenn wir unser Haus anbrennen, dann haben wir auch kein Haus mehr. Okay, ich habe einen großen weggeschnetzelt. Ist schon mal gut. Denkst du, mit den Blitzen können wir auch unser Haus anbrennen? Na, ich glaube nicht. Sicher? Ja. Okay. Wir gucken mal, dass wir hier hinten auch mal gucken, wie viele wir noch haben. Und wenn wir jetzt im Wasser sind, ich glaube, dass das hilfreicher ist. Ja, wir gehen auf jeden Fall sehr viele pulverisieren. Wir können auch mal hier ein bisschen wegschnetzeln. Ja. Oh, hier vorne ist noch einer, der wird auch weggeschnetzelt. Der Große muss auch mal jetzt hier weggeschnetzelt werden. Ah, da bist du. Ich bin im Wasser hier hinten. Atschocke. Ich glaube, wir haben schon sehr viele weggeschnetzelt. Sehr, sehr viele. Aber noch nicht alle. Oh, der das sind einfach wirklich böse Steves. Okay, komm, den. Mein Freund. Hinter dir. Danke. Okay, es ist nur noch eine Handvoll. Es sind 2 große noch im Wasser. Ja, komm, den. Den setze ich gerade weg. Kann man im Wasser eigentlich auch einen Flammenwerfer benutzen? Ja, die brennen aber nicht weiter.
Ach so, stimmt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Der ist noch groß, der ist noch großer. Okay, warte mal. Hier die Großen einfach aushalten. Boah, das ist nicht so gut. Hier sind viele. Hier ist Lava. Ich kann sie vielleicht in Lava schubsen, wenn ich das klug mache. Kommt rein. Nee. Oh nein, nein, das klappt nicht so gut. Ich glaube, die sind nicht so doof und laufen nicht einfach mal so in Lava. Hallo, meine Freunde. Und den Großen noch wegschätzen. Okay, den Großen habe ich im Wasser. Es sind wirklich nicht mehr viele. Es sind wirklich nicht mehr viele. Und einen Großen sehe ich noch im Wald stehen, auf jeden Fall. Es sind noch ein paar im Wald. Oh, stimmt, da sind noch mehr. Hey, hier geht einer die ganze Zeit von mir weglaufen. Wo ist er denn jetzt? Okay, hier haben wir auch noch so einen Großen. Hier haben wir drei Große. Oh, die kann ich alle auf einmal wegschnitzen, wenn ich Glück habe. Ja, wenn ich Glück habe und natürlich auch noch überlebe. So. Boah, die Großen machen auch sehr viel Damage. Die machen mir 4 Herzen einfach Damage. Monsieur, gehen Sie weg. Hat's geklappt? Ja, mit der Säge, mit der Säge. Ja, boah, sehr gut. Den haben wir noch. Den. Boah, den haben wir immer noch nicht. Hinter dir. Ich denke mal, wir haben es gleich. Aber wir haben es, glaube ich, wirklich gleich. Ja, die 2 muss ich jetzt noch wegschnitzeln. Komm, komm, Tesla Gun. Komm, und. Das noch einer. Nee. 2 habe ich noch. Sehr gut. Und den kleinen. Komm, wer hat weggeschnetzelt? Und noch einen großen. Und. Komm. Hinter dir. Ja, den habe ich auch noch. Woher kommen die denn jetzt auf einmal? Weiß nicht. Die werden alle angefeuert. So, sehr gut. Warst du es? Oh mein Gott, wie es ja aussieht, Epic. Hier brennt alles. Aua. Oh, das sieht. Oh mein Gott, aua. Ich glaube, hier ist keiner mehr übrig. Ich glaube auch nicht. Alles brennt zwar und es sieht aus wie. Als keine Ahnung was. Oh Gott. Aber unser Haus steht zum Glück noch. Ja. Und die bösen Steves, die haben wir, glaube ich, wirklich weggeschnetzelt. Oh Gott, das ist ja ein richtiges Schlachtfeld hier. Lass schnell schlafen, bevor noch welche kommen. Gute Nacht. Okay, gehst du bei dir schlafen? Ja, na gut, dann habe ich halt ein großes Bett. Gute Nacht! Gute Nacht! Und es ist strahlender Sonnenschein. Guten Morgen! Es brennt hier zwar immer noch, aber Epic, wir haben einfach komplett alle bösen Steves wegschnetzeln können. Wir haben unser Haus beschützt, unser neues Haus, wofür wir keine Miete benötigen. Das ist schon mal sehr gut und ich hoffe, dass diese bösen Steves nicht nochmal herkommen. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.